Vorbereitungen für den Auftritt. Die Spannung und das Lampenfieber steigen. Nicht nur die jungen Tänzer, sondern auch ihre Trainer und Eltern sind aufgeregt. Heute soll sich zeigen, ob das jahrelange Training den großen Erfolg und viele Punkte bringen wird. Und nun geht's aufs Parkett. Die Hart Arena in Hartha ist 2013 wieder Austragungsort für die Landesmeisterschaften Sachsen in den Turniertänzen. Der Präsident des Landestanzsportverbandes lobt die Location in Hartha. Das Gute, wir sind sehr zufrieden, so wie das hier abläuft, wie wir von der Halle, von der Stadt, der Umgebung hier unterstützt werden. Also die zwei Dinge muss ich ansprechen. Am Sonnabend wurden die Erwachsenenpaare im Alter von 19 bis 35 Jahren bewertet. Heute am Sonntag tanzen die Kinder und Jugendlichen übers Parkett. Die Anfänger starten in der Gruppe D. Mit steigender Leistung können sich die Paare in die Gruppen C, B und A hinauftanzen. Ich tanze gern, weil, naja, wenn man Erster oder Zweiter drin wird, dann gibt das eben so einen Kick und ja, eben ein Freudengefühl halt. Naja, also es ist einfach schön, sich zur Musik so zu bewegen und es macht auch einfach Spaß. Tanz macht mir Spaß, weil ich das einfach mag. Weil man kann dann was zeigen, was andere vielleicht nicht können und es ist ja auch ein Sport, den andere nicht machen. Ich bin sonst im Langstreckenlauf. Und Tanzen ist einfach Abwechslung zwischen Konzentration und Kraft, Ausdauer. Und das gefällt mir. Ja, mit unter Leuten ist und ab und zu auch mal gewinnt. Weil es einfach schön ist, zu Turnieren zu fahren, egal ob man gewinnt oder nicht, man gibt einfach alles. Der Tanzsportnachwuchs tritt hier zu den Landesmeisterschaften mit den Standardtänzen auf. Also langsamer Walzer, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep. Auch der Tango wird bewertet. Acht Wertungsrichter begutachten mit scharfen und kritischen Augen die jungen Tanzpaare. Unter den aufmerksamen Beobachtern am Rande sind auch Phil Schwarek, der Jugendsprecher vom Landestanzsportverein, und die Präsidentin vom TSC Excelsior Dresden, Ursula Rupp. Also zum einen bringt es den Kindern das Tanzen eben nicht nur körperliche Ertüchtigung und eben die Schulung des Körpers, sondern eben auch Selbstständigkeit, Zielstrebigkeit und dieses Selbstbewusstsein, was man auch auf der Fläche braucht. Und zum anderen die Arbeit im Verein, das ist eine sehr starke Zusammengehörigkeit und es bildet halt ein ganzes Team, wenn die Paare zusammen trainieren, zusammen arbeiten, zusammen auch zum Beispiel auf solchen Turnieren sind. Das ist was ganz Tolles und das findet man, glaube ich, in keinem anderen Sport so stark. Sie haben immer Freunde, sie kommen von der Straße weg. Es ist einfach schön. Unter den Nachwuchstänzern, unter anderem aus Dresden, Leipzig, Grimma, Weißwasser und Bischofswerda, fallen zwei besonders talentierte junge Tanzsportler auf. Nämlich Max Naumann und Cassandra Kuschk vom Tanzsportclub Casino Dresden. In diesem Club lernen Kinder bereits ab 5 Jahren die Standardtänze. Mir macht das Tanzen Spaß, weil das ist ein
einfach mein Hobby. Mir macht Tanzen Spaß, weil es ist schön. Man bewegt sich dadurch und tut dadurch halt auch ein bisschen leichter werden. Ja. Die Mama von Max ist stolz auf die Leistung der jungen Tänzer. Also ich denke, das Kind bringt den Kindern deswegen so viel, vor allen Dingen auch Teamgeist, dass sie lernen, miteinander zu arbeiten und natürlich auch, dass sie Körpersprache beherrschen, dass sie sich mit anderen dort auch qualifizieren und ja, so halt. Und auf alle Fälle in erster Linie natürlich Spaß. 2., 4., 5., 3., 3., Dresden. Max und Cassandra sind an diesem Sonntag in Hartha das Paar des Tages. In der Gruppe der Junioren 1C und 1B belegen sie jeweils den ersten Platz. Gegen 18 Uhr enden die Landesmeisterschaften in Hartha. Es war ein anstrengender Tag für die jungen Tänzer. Aber auch ein Tag voller schöner Erlebnisse. Und jetzt dürft ihr noch ausmarschieren.